Na, ist das eine Gegend für eine Haushunde, hä? Glücklich darf man sich schätzen. Hallo und Grüße aus Krems bei der Bushaltestelle Moshammergasse. Ich bin Flatter dabei und heute geht es auf eine andere Art von Hausrunde, nämlich ins Kremstal hinein in Richtung der Schatzwand und nach Senftenberg und zur Ruine. Und da nehme ich euch einfach mit, weil so wenig Autos wie jetzt hat man da nämlich selten. Wer mag, kann auf diesem Parkplatz parken, wenn er mit dem Auto herkommt, ja, oder eben öffentlich, wie es bei der Bushaltestelle möglich ist. Ja, warum ist das jetzt eigentlich auch eine Hausrunde? Das ist ganz einfach. Bella wohnt in Krems und ich habe bei der Wohnung von meiner Mama auch einen Zweitwohnsitz angemeldet. Also von daher ist das eine gültige Hausrunde, oder? Ja, genau. So da. Schau, blau ist oben markiert und da geht's hinein. Also bitteschön. Das war der offizielle Weg. Den haben wir jetzt um mindestens einen halben Meter aufgekürzt. Rehberger Rundwanderweg in blau. Das ist die entscheidende Abzweigung. Es ist inzwischen wieder gut gepflegt. Es war zeitlang viel weniger gut ausgeschnitten. So dringend hat Rehberg gar keine Verschönerung notwendig. Oder vielleicht war der Verein einfach schon sehr effektiv. Blau, abzweigen, schau da. Es lohnt sich zu einem Bankerl. Ein Hindernis. Ja, Hindernislauf in blau markiert. Da hat man das Bankerl nicht über Sicht, gell? Also die Markierung ist sehr umsichtig, gell? Dass man ja keine Rastmöglichkeit auslässt. Man könnte natürlich auch einfach an dem Holzstoß oben vorbeigehen. Glücklich und privilegiert, dass ich wo leben darf, wo man einen Kilometer von der Haustür mehr oder weniger in einer wunderschönen Umgebung ist und einen herrlichen Wald hat. Jetzt habe ich die Trockensteinmauern vom Weinbau. Aber da wächst schon lange kein Wein mehr. Ja, im Prinzip ist das Kremstal rein von der Geologie und Geografie her fast wie eine kleine Schwester vom Donautal. Das heißt also, das ist auch von der Landschaft her der Wachau ganz ähnlich, auch mit Weinbau und allem drum und dran und halt zum Teil felsige Abhänge.
Da hat man aus sehr wenig Gebirge erstaunlich viel Gebirgsteiger rausgeholt. Also ich weiß, das ist jetzt nicht super bekannt, aber es lohnt sich wirklich auch nur wegen dieses Steigerls da mal nach Krems zu kommen, gell? Ja, da macht sich der Weg zum Teil die alten Steinterrassen zunutze. Sehr erstaunlich, dass man da einmal mit Weinbau probiert hat, gell? Kannst du ablassen und dann ist es verwaltet. Ja. Ja, Rehberg-Waldhof in grün plötzlich. Und Rehberg-Krems, dort wo wir herkommen, blau und nach Rehberg oben auch blau. Ja, das Laub vom Pfaffenhütchen prangt in alle Farben, gell? Ja. Erstaunlich. Man kennt zwar den markierten Weg da drüben folgen, grün, kommt dann auf den Waldhofweg, aber da oben hinauf sind es nur ein paar hundert Meter, man ist auf der Hochfläche und da beginnt auch ein wunderschöner Wegabschnitt. Schau, da scheint ein Experiment schief gegangen zu sein. Ist schon braun. Und jetzt geht es den Geheimtipp. Wir bleiben nämlich nicht am Asphalt, sondern wir biegen jetzt dann nach rechts ab. Na schau, wir haben da nämlich eine Alternative. Wir können da nach rechts abzweigen und können uns den Asphalt ersparen. Ach, ein wunderschöner Platz, gell? Mit ein bisschen einem Blick auf Egelsee. Waldhof Florianekreuz, schau. Schau mal, wer ist da abgebildet auf dem Mattel? Sankt Hubertus 1982 steht da. Mhm. Und das hätten wir erkannt an dem Hirsch. Ja. Da sind wir jetzt in einer ganz einer trockenen Gegend, wo Eichenwald gedeiht, schau. Ja, jetzt wird sich eigentlich denken, so ein Beschiss, ne? Da hat jetzt großartig rot markiert Hinweisen drauf. Und dann ist man erst wieder am Asphalt. Aber weit gefehlt, es ist nur ein ganz kurzes Stückchen. Da schau, ist der rote Pfeil. Ist da die rote Markierung? Da ist keine rote Markierung, aber ich weiß, dass wir da richtig sind. Sonst kommst du nicht auf das schöne Steigerl. Ich habe den Leuten ein schönes Steigerl versprochen. Oh ja, wir gehen da. Und falls du Beweise gebracht hast, schau, da gibt es eine rote Markierung auf dem Felsen oder da vorne auf dem Baum. Bella ist super misstrauisch, aber die Spürnase erriecht die Markierungen nicht, gell? Ja, schaut mal, ganz niedrig duckt sich da der Eichenwald, der aber durchaus gar nicht so jung ist. Also da haben die Bäume arg zum Kämpfen, dass sie noch was weiterbringen. Thank you.
Ja, habe ich euch zu viel versprochen mit einem wunderschönen Abschnitt. Nicht wirklich, oder? Waldviertel Weitwanderweg, Senftenberg, Kuhberg, Krems, Reichau, Hartenstein. Ja, der 06er ist auch gleichzeitig der Maria-Zeller-Weg, jedenfalls der, der vom Nebelstein runterkommt. Ne? Also, wir sind beim Forst Gut Waldhof angekommen. Schaut mal an Senftenberg Rot, ja? Da ist auch der rote Pfeil wieder hinein auf dem Nussbaum drauf. Wir erkennen, die Wiese ist entweder sehr produktiv oder der Weg ist sehr wenig begangen. Hm? Na, da hängt aber diese Strom- und Telegrafenleitung schon ziemlich durch, oder? Schau, Baum mit einem großen Rufzeichen. Da auch, schau. Mast mit großen Rufzeichen, siehst du? Als große Rufzeichen sagt, da geht's da weiter. Ja, vor Zeiten war da mal ein Steg mit einem Glander offensichtlich. Also äußerst mangelhafter Service, oder? Hier wurde am 17. Mai 1862 Herr Josef Meyer aus Imbach von einem Baum getötet. Viel Robinie ist da, gell? Der ganze Ginster Wald. Ja, da mutet dieser Weg wenig mehr als ein Wilddurchschlupf an, gell? Ja, für diesen verschlungenen Weg mag man es kaum glauben, dass es da immer weiter geht, gell? Es schaut jedes Zeitpunkt so aus, als ob es schon in einem Labyrinth aus wäre. Würde sich lohnen, da ein bisschen früher im Jahr herzukommen, wenn der Ginster blüht, da hast recht. Wir haben es zu einem Forstweg geschafft. Spannenderweise, gell, in die andere Richtung nicht angeschrieben, aber das macht nichts. Wir kehren da weiter. Wenn man diese Forststraße erreicht hat, dann ist weniger als ein Kilometer bis zur Schatzwand. Baum 21, schau. Das ist eigenartig, da stehen wesentlich mehr als 21 Bäume immer drum. Senftenberg. Ja, eine beliebte Falle, Wanderroute, Schatzwanderweg 6. Leider hat man auf diesem 606 Schritt nur Steinbachtal und nicht mehr die Schatzwand angeschrieben. Aber es geht wirklich da nach rechts oben. Na, schau, was da für eine tolle Wand ist. Also Abzweigung Steinbachtal, Kremstal, Senftenbergamt und in die andere Richtung Senftenberg. Und auch da, das ist die Schatzwand. Und zwar genau da oben. Das bietet sich da jetzt an, oder? Für eine schöne Rast. Hätte ich gesagt, das ist ein Teil der Schatzwand. Das ganze Gebiet heißt Schatzwand. Also, willkommen auf einem wunderschönen Aussichtsplatz auf der Schatzwand. Wir schauen da hinunter nach Senftenberg. Da haben wir die Ruine Senftenberg, zu der werden wir dann vielleicht noch ein bisschen hinaufschauen. Ja, und wenn wir da oben schauen, es ist durchaus wirklich eine Wand. Und da werden wir uns jetzt zu einer Rast niedertun.
kläglich versagt bei Lachen, wenn du keinen Tagerl mit hast. Aber ich habe einen Tagerl mit, das kriegst du von mir. Das habe ich ja in Berchtesdorf. Ja? Wer hat dich vorhin gefragt, ob was mit dem und so? Ich habe nicht gewusst, dass wir auf die Schatzwand gehen. Du hast glaubt, ich darf bei dir daheim in der Wohnung umrungen, ne? Ich brauche keinen Tackerl. Du darfst übrigens ruhig in die Kamera schauen. Tut gar nicht weh. Ja, weiß man nicht. Ja, also ein Rastplatz mit einer wunderbaren Aussicht. Gott sei Dank heute auch gar nicht windig, zum Glück. Ja, was sagst du bis jetzt zu der Tour, lieber Bello? He? Schön. Ja? Aber das sind wir schon lange nicht gegangen. Aber es hat von seiner Schönheit nichts eingebüßt. Ja, also ein wunderschöner Rastplatz ist es ja, aber mit der Zeit wird es doch ziemlich frisch. Und von daher machen wir uns jetzt einen Abstieg. Es hat aber noch nie mehr einen Schatz gefunden, gell? Juhu, ich bin da. Super. Ja, ist eine wilde Gegend da. Und man sieht erstaunlich wenig Weg. Aber es ist wirklich wichtig. Da haben wir die Wand zur Schatzwand, schau. Und da hast du auch die Markierung, die vermisste, schau, auf dem Baum da. Das ist sehr verblasst. Da kannst du dich freiwillig melden und kannst die Markierungen entblassen. Also überall diese schönen Felsformationen. Und wir können da drunter absteigen und sie bewundern. Das ist ein total hübscher Steigerl. Wird eigentlich gar nicht so häufig besucht. Aber windig ist da, gell? Gemeinerweise. Ja, schöner Blick auf Senftenberg noch einmal. Das ist ein bisschen größer, hm? Na, jetzt ist ja noch richtig schön geworden, gell? Na, Rastmöglichkeiten mangelt es da nicht, hä? Ja, das Kremstal ist felsiger, als man glaubt. Jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Die eine ist entlang der Straße hampeln, da müssen wir zur Ruine kommen. Und die andere ist ein kühner Umgehungsversuch. Burgruine Senftenberg, schau. Die Bergwertung machen wir derweil nicht. Wir gehen da im Winkel Fußweg zur Ruine. Ja, überall trauen sich da die Ruine Senftenberg. Wird auch gelacht, wenn wir da nicht hinkommen, hä?
Ja, wünsch dir auch, dass du motorisiert bist, wenn du das Geräusch hörst, gell? Wenn du langsam bist, kann ich den doppelt der Geschwindigkeit abspielen. Ja, wunderhübsche Steiger auf jeden Fall. Wer das da noch nicht kennt, unbedingt einmal herkommen. Ja, Senftenberg, gell? Nicht umsonst Berg. Ja, hinauf zur stolzen Festung. Aber über die Brücke wollen wir jetzt wohl da raufgehen. Na, ist das eine Gegend für eine Hausrunde, hä? Glücklich darf man sich jetzt. Betreten der Ruine auf eigene Gefahr. Na, die Gefahr nehmen wir doch gern auf uns, oder? Die Kirche von Imbach. Warum ist die noch bedeutend? Das ist ganz einfach. Hat einen Schlussstein mit einem Einhorn drauf. Der Verein zur Erhaltung der Ruine Senftenberg bedankt sich für ihre finanzielle Unterstützung. Ja, das ist doch nett, oder? Ja, jetzt schaut mal, wie schön da das Ganze alles erhalten und gepflegt worden ist. Das hat sich schon ein bisschen einen finanziellen Beitrag verdient, überhaupt dann auch freiwillig ist. Maske ganz umsonst aufgesetzt, Museumsraum heute leider zu, macht nichts. Da ist es leider herrlicher Blick auf Senftenberg und da hinten auf die Abhänge vom heimlichen Gericht. Da gab es auch eine schöne Wanderung drüber, die machen wir heute nicht mehr, aber die werde ich vielleicht auch mal dokumentieren. Ja, und da unten hat man jetzt das Graffiterhaus, wo vorhin auf dem Schütterede davon gewesen ist. Ja, es lohnt sich, diesen rundum und dumm Weg auch wirklich rundum und dumm zu folgen. Dann kommt man nämlich auch überall hin. Das ist schon schön, dass das alles öffentlich zugänglich und auch so informativ angeschrieben ist, oder? Das Beste kommt zum Schluss. Belohnt der Ausblick. Ne? Schauen wir mal. Ein schöner Ausblick. Und sogar das Kirchel sichtbar bei Hollenburg. Ne? Besucherbuch. Na cool. Ja, da ist ein Rastplatz. Circa mit einer Feuerschale. Ja, da oben können wir leider nicht hinauf, aber das macht uns nichts, oder? Wer möchte, da werde ich noch verlinken. Gibt es auch eine Webseite, wo man sich das ein bisschen anschauen kann. Oder eben herkommen. Zahlt sich wirklich aus, gell? Ist eine schöne Anlage. Sehr gepflegt und die Infrastruktur ganz toll. Es ist wunderbar, dass sich da ein Verein drum kümmert. Das schaut doch nett aus da vorne. Da gehen wir jetzt ein bisschen weiter. Da auf einem kleinen Weg auch nach hinten. Nein, müssen wir zum Glück nicht. Lasst euch vor den Unkenrufen von Bella nicht verwirren. Mein untrüglicher Einhorninstinkt führt uns ganz genau in die richtige Richtung. Wanderweg im Bach, aber wir wollen weder nach im Bach, noch wollen wir zurück durch Senft. Weißt du, wo wir jetzt sind? Auf der Höhe.
Und weißt du, wo wir jetzt hingehen? Nach rechts. Nach rechts, genau. Und da gehen wir jetzt auch wirklich nach links der Biegung folgend. Weil sonst geht es nämlich von auf der Höhe mit uns bergab. Ja, Wahnsinn, muss man schon sagen, gell? Da herum in den sonnigen Rieden. Da wandert sich sehr, sehr schön, oder? Motocross-Strecke. Da ist immer wieder mal Hochbetrieb. 15.10. von 15 bis 19 Uhr. Ne? Das schaut nach einer Veranstaltung aus. Aber das macht uns gar nichts. Da wollen wir eh nicht hin und parken, wollen wir schon gar nicht, weil wir ja kein Auto mit haben. Na schau, Wanderweg 2. Ist gut, glaube ich. Weiß nicht, ob das gut tut. Nicht drauf, tut gut. Weiß ich auch nicht, ob das draufsteht. Ich habe mir Wanderweg 2 gelesen. Das wird nicht gut Wanderwege geben. Ja? Das gibt es gibt sicher auch nicht gut Wanderwege. Wir folgen jetzt nämlich da dem Wanderweg 2. Verschönerungsverein Stratzing, da steht ja gar nichts von tut gut. Nicht? Wird da gepiesackt und wird da heruntergemacht und das stimmt gar nicht. Ja, der große Vorteil, wenn man diesen Weg verfolgt, ist nämlich erstens einmal kein Asphalt und zweitens einmal ein bisschen ein direkterer Abstieg. Da gibt es ein tolles Aussichtsbankerl. Magst du vielleicht noch eine Rast machen? Ja. Bitte, besetze das Bankerl. Ja, mit so einer Aussicht ist schon toll sitzen, gell? Ja, das kann man. Mir ist gar nicht so aufgefallen, dass das der Ort so schön liegt, wo man da oben hat. Ja, das liegt tatsächlich sehr schön. Ja, man kann nicht klagen, gell, bei diesem Weg. Nein. Gar nicht anstrengend und auch nicht wirklich sehr weit, aber eine wunderschöne Unternehmung. Ja, das Aussichtsbank auch kaum was, gell? Aber irgendwann haben wir ja die schönste Aussicht dahin, oder? Genau. Ja, wir kommen von da oben und halten uns weiter auf dem Wanderweg 2. Schau. Wie wenn ich das von langer Hand geplant hätte. Ich kann es ja verraten, ich habe das von langer Hand geplant. Immer zur Orientierung ein bisschen rückschalten. Da drüben ist Egelsee. Da sind wir fast gewesen bei unserem Aufstieg. Und da unten, da sehen wir jetzt Rehberg, wo es auch eine schöne Ruine gibt. Da schauen wir heute noch hin. Ja, weggewendet haben wir uns von Stratzing und hin in Richtung Imbach und Rehberg. Wanderweg 2. Ja, bergauf wollen wir nicht mehr.
nicht in Straßenbachtal abzweigen, weil man dann nämlich nur wieder bergauf gehen darf. Ja, im Bach aus und Rehberg an, aber freut euch was auf, ebenso wenig wie im Bach liegt, liegt Rehberg auf dem Berg. Ja, wer da schon müde wäre, könnte in den Bus einsteigen. Aber das machen wir noch nicht. Rechbergplatz. Weit war an der Weg Kremstal-Donau. Schau, Etappe Senftenberg-Krems. Da ist damals der Peter gewandert von Ich am Weg. Egelsee, Frauenbachtal-Waldhof. Mhm. Rehberger Rundwanderweg, schau. Da drüber wäre der Barschenweg. Ja, den gehen wir heute nicht mehr. Nein, den Barschenweg gehen wir nicht. Den kann man auch fahren. Das ist aber nur was für todesmutige Fahrer. Der ist nämlich super steil und super eng. Und wenn du irgendwo verhungerst, kannst du dann einmal die Tür aufmachen. Achtung, Steinschlaggefahr. Betreten und befahren auf eigene Verantwortung. Na dann. Betreten auf eigene Gefahr. Ja, dann. Man hätte auch durch Imbach durch nochmal ausholen können und von da hinten Vierer kommen können. Ist halt ein bisschen ein größerer Umweg. Gehen wir da mal rauf, oder? Und schon da sind. Man wird damit einer bekannt, wenn man so wie der Küsselack der Erste ist, der seinen Namen überall hinschreibt. Da ist zu, Schloss vor Riegel voraus. Das Einzige, was da rein darf, ist meine Kamera. Ansonsten leider zu. Ja, dann müssen wir leider wieder abbiegen. Mit uns geht's bergab. Wir haben ein paar Unten. Sollen Sie vielleicht noch was bauen? Also gehen wir wieder hinunter. Ein schönes Aussichtsplatz gibt es da. Da sieht man mindestens bis zum Tisch. Dann nutzen wir wenigstens die Tatsache, dass wir da jetzt von der Straße weg sind und gehen durch Rehberg durch. Ja, leider nur einmal kurz entlang der Straße, weil die Alternative wäre ein ziemlich schneller Aufstieg. Aber dafür queren wir dann nach links. Da drüben war die Volksschule und da einer queren wir, damit wir von der blöden Straße wegkommen. Oben geht's zur Müllaufsiedlung, wollen wir nicht. Auf geht's den Berg hinauf, zwar vom Steiglein, aber auf wollen wir auch nicht. Damit bleibt nur mehr ein ausgenommener Radfahrer. Ufergasse. Und das ufert ja schon aus. Und man sieht eigentlich schon hin, in Wahrheit, auf den Ausgangspunkt unserer Wanderung. Ja, da vorne ist er, der Steg. Schau. Wie hat es dir gefallen? Sehr schön war es. Unerwartet schön, vor allem da stehe ich ja auf die Ruine Senftenberg, lohnt sich absolut. Am Schluss, naja, ein bisschen Asphalt-Touch, aber wir sind ja in der Stadt. Eben. Ja, damit gibt es gar nichts mehr zum Sagen, außer dass ich da flatt dabei bin. Und ich bin Bello. Und vielleicht sichten wir es einmal auf einer anderen Tour.